Recht herzlich willkommen zur 252. Folge von City Skylines. Ja, wir sind im Industriegebiet unterwegs gewesen, haben da ein bisschen Straßen gemacht. Was mir gerade so einfällt, wo ich hier diese dreckigen Stellen sehe, das ist ja, wo die Leute krank werden. Das hat der MAZ auch geschrieben. Ja, klar, wenn da müssen wir mal gucken, dass daneben Kommerz ist. Das haben wir hier zum Beispiel und da. Und ja, da ist ja nichts Grünes drumherum. Das heißt, da kann keiner nebenan krank werden. Hatten wir letztens hier. Ne? Da haben wir dann den Kommerz hier hingemacht, damit da die nicht krank wurden, weil die direkt dahinter wohnen. Wusste ich schon. Ist nichts Neues. Dann Stoppschilder, okay, wusste ich jetzt nicht. Ich war auch nicht davon ausgegangen, wenn man Stoppschilder wie hier, können wir die Kreuzung mal hier nehmen, so setzen kann, wie sie hier ist, dass man, ne, also hier sieht man es jetzt nicht. Wir müssen mal hier eine andere Kreuzung nehmen, wo keine Ampel dran ist. Wo ist denn jetzt keine Ampel? Ja, bitteschön, einmal eine Kreuzung hier. Wenn ich das natürlich sehe, dass ich jedes Schild einzeln anmachen kann, ne, dann ist für mich das kein amerikanisches Verhältnis. Also amerikanische Verhältnisse sind alles in Stoppstraßen. Dann würde ich auf eine klicken und alle würden angehen. Aber hier kann man es ja doch regeln. Also ist es doch nicht so amerikanisch. Ist schon komisch, ne? Also so, ja, eigenartig. Gut, das war noch ein Punkt, den wir da hatten. Und ja, unser Industriegebiet ist noch, wie gesagt, dann machbar. Und unser Witz, der ist natürlich der Nahverkehr, da einfach irgendwie so gebaut ist, wie ich gerade Lust und Laune hatte, gewachsen ist. Und der macht miese, stimmt. Da wollen wir aber dran arbeiten. Das ist ja ein bisschen auch die Herausforderung vielleicht dabei. Und das wollen wir dann auch noch angehen. Gut, und noch ein Punkt davon. Ich glaube, es war schon Punkt 9 oder sowas, vielleicht sogar schon Punkt 10. Das war Punkt 10, glaube ich, aber ist jetzt auch nicht so wichtig, welcher Punkt das ist. Wir arbeiten halt dran, ne? Und jetzt gucken wir nochmal hier nach dem Verkehr, was sich hier bei unserem Tunnel getan hat. Da sind andere Stellen jetzt rot geworden. Dieses wird hier mehr angenommen. Das ist schon mal sehr schön. Und hier will es sich hoffentlich lichten dann mit der Zeit. So, jetzt wollen wir nochmal einmal mit Bild ab runtergehen. Ah, geht gar nicht. Warte mal, da müssen wir den ausmachen und dann gehen wir auch nicht hoch und runter. Auch sehr interessant. Gehen wir da mit hoch und runter? Ja, da gehen wir mit hoch und runter. Aber dann sehe ich trotzdem die Auslastung der Straße. Das hätte ich jetzt erwartet. Ja, das ist komisch, ne? Aber ist egal, geht halt nicht anders. Ich habe gedacht, ich kann die Auslastung am Tunnel oder im Tunnel direkt sehen, aber irgendwie geht das nicht. Naja, okay, wir sind aber noch nicht ganz fertig, weil wir ja hier noch weitere rote Schlangen haben. Ja, was macht man da? Irgendwas muss man da machen. Das ist schon mal richtig. Hier oben ist es auch, da ist es noch schlimmer, oder was? Da stauen sich wieder bis auf die Bahn zurück. Das ist auch nicht gut. Tja. Hier geht's, da geht's auch wieder schlechter. Also diese ganze Schlange will ja irgendwo hin, ne? Und die will ja da auch noch hin. Und die wollen ja irgendwo anders hin. Und die wollen alle hier hin, wahrscheinlich sogar noch. Und diese Straße ist da dicht. Auch schlecht, ne? Und da kringeln die sich hier noch weiter durch. Okay. Ich denke mal, wir sollten vielleicht mal hier gucken, dass wir hier noch irgendwo eine Verbindung hinkriegen, dass sich das ein bisschen aufteilt mehr, oder? Ich würde jetzt hier sagen, das ist ein Gebäude, was wir nicht abreißen können. Vielleicht sollten wir diese Straße einfach auch mal vergrößern. Wäre ja auch noch eine Alternative, ne? Upgraden. Mit einer Busspur. Die ist dann aber nur zweispurig mit Bus und Taxi zu fahren, ne? Würde gleichzeitig auch die Industrie wieder abreißen, ne? Auch blöd, oder? Ist aber so. Ach, dann fängt es hier wieder an mit. Ach, das ist ja auch voll doof, ne? Sollten wir das wenigstens machen? Ich glaube schon, ne? Geht denn da noch was Besseres? Nein, ne? Ah, nee. Bus und Taxi und dann noch das.
Ich mach's mal einfach hier so hin. Ist nur die Frage, ob da ein Bus lang fuhr. Ja, tut es. Das ist schon mal sehr gut. Entschuldigung. Dann schauen wir mal, dass wir da das hinkriegen jetzt. Aber wenn ich das sehe, dann frage ich mich gerade, wofür ist da eine Busspur, wenn da andere PKWs drauf fahren oder so. Habe ich da irgendwie was verpasst? Okay. Bis dahin darf der Bus sozusagen und dann ist doch rechts und links der PKW. Sehr interessante Technik. Dann hat sich das ja überhaupt nicht jetzt gelohnt in meinen Augen, oder? Das bringt ja dann gleich null. Und jetzt ist hier auch noch ein Bus nicht an der Linie nicht angeschlossen, oder was? Noch besser. Aber jetzt ist es wieder weg. Ja. Und dann können wir hier nicht aufrüsten. Weil hier der Friedhof, oder was ist das? Können wir mal gerade gucken. Ja, das ist ein Friedhof. Der muss da weg. Kann man den mal bewegen? Aber den kann man erst bewegen, wenn er leer ist. Also bedeutet, das geht auch gerade wieder nicht super, oder? Guck mal gerade nochmal den Straßenstress an hier. Okay. Bus kommt von da, aber ist gar keiner, oder? Doch. Doch, ist ein Bus. Da lang bauen? Auf jeden Fall, aber dann würde... Ach, das ist auch wieder nix. Ja, komm, zack. Auf jeden Fall so weit. Machen wir das. Machen wir erstmal so. Da geht sowieso nicht wegen der Hochbahn. Nochmal hier jetzt gucken. Lassen wir so. Und irgendwann bauen wir das hier auch noch bestimmt um. Und das müsste ja gleich wieder von alleine hier sich schließen, oder? Ja. So, und dann müssen wir irgendwann den Friedhof umsetzen. Aber dann würde ich sagen, machen wir das erstmal so, dass der leer wird. Und wenn der leer ist, dann setzen wir den um. Ja, sollte funktionieren. Vielleicht hier noch durchziehen? Komm, machen wir noch. Dafür brauchen wir das andere Tool. Können wir das Geradeaus-Tool nehmen? Und warum geht das jetzt nicht? Versteht wieder keiner, oder? Flanscht er nicht an da, oder was? Komisch. Was ist denn das, was da steht? Hab ich da was verpasst? Das gehört irgendwie zu dem Gebäude, oder? Was ist denn das hier für ein Gebäude? Das ist eine Arztpraxis, alles klar. Die ist es dann, dass das nicht funktioniert. Die schieben wir dann woanders hin. Super, dann kommt die dahin. Dann funktioniert das auch wahrscheinlich mit der Straße wieder. Genau so ist es. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Gucken noch mal rein. Ja, die ist grün, die Straße, ne? Vielleicht hier noch, nur eine Busspur. Ja, auch cool, aber da fährt dann kein Bus lang, weil wir keine Linie haben. Hier ist jetzt mit Busspuren fährt gar kein Bus lang, weil wir gar keine Linie eingeplant haben. Ist ja auch klar, oder? Wollen wir jetzt nicht gucken, oder? Doch, da dreht sogar der Bus. Sehr interessant. Ja, das ist ja echt krass, oder? Naja. Die fahren da lang. Ach, das ist jetzt hier eine Sackgasse geworden, oder was? Da ist ja gar nichts los. Ja, das ist ja auch ganz schlecht, wenn das eine Sackgasse ist, oder? Dann würde ich sagen, machen wir das mal so, ne? Und da upgraden wir noch. So. Ach so, jetzt fährt der Bus da trotzdem auch nicht. Ach, ist egal, lass so. Passt schon. Jetzt gucken wir mal hier. Und
Ja, da ist alles grün, ist klar. Und nee, das nochmal an. Sehe ich denn jetzt? Ach so, da muss ich die Wartehäuschen für anmachen, alles klar. Okay, der dreht dann da. Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung, lass mal so. Auslastung nochmal. Gut, hier wird schon rot. Dafür sind andere Stellen nicht mehr so schlimm. Hier sieht es jetzt besser eigentlich aus, oder? Jetzt ist diese Straße nur so ein bisschen rot. Erz-LKW. Wo sind denn die Ziele hier? Routen auf dem Stück. Jetzt müsste man noch nur eine Richtung fahren können, ne? Zeigen können. Okay, Vorfahrtsstraße. Die fahren jetzt alle da, ist klar. Kommen von da hinten, sammeln sich und fahren da lang. Die fahren hier runter bis hierhin. Und fahren dann hier weiter durch den Tunnel noch weg oder was? Irgendwas müssen wir hier noch tun. Aber nach da fahren gar nicht so viele, ne? Naja. Meisten fahren dann hier runter, wa? Schwierig. Ja, muss man mal gucken, wie wir das machen. Ja, die fahren alle hier hin. Kann man das dann ändern? Wenn die da runter wollen, alle zur Bahn. Gute Frage, ne? Ja, die stehen hier im Stau. Da ist die Eisenbahn, bringt uns also auch nichts. Die müssen schon daher fahren. Können höchstens hier nochmal eine Entlastung reinbringen, indem wir darüber fahren. Nee, da nicht. Da. Und da und da nach da dann. Macht er nicht. Da gibt es wieder ein Gebäude, ne? Was zeigt er mir jetzt hier an? Falsche Höhe oder was? Nee. Hier sind so Gebäude oder was? Verstehe ich nicht. So geht's. Machen wir. Und dann machen wir von da auch nach da. Zack. Sehr schön, oder? Hier geht's nicht weiter. Das ist nur eine Wendestation für Busse, oder wie sehe ich das? Sieht so aus. Warum da zwei LKWs sind, keine Ahnung, aber die haben vielleicht auch nur gedreht. Ich weiß nur nicht, ob mehr Kreuzungen immer was bringen, ne? Das ist die Frage. Manchmal glaube ich da nicht dran. Aber irgendwie werden die Straßen jetzt nicht mehr so rot, oder? Also diese ist immer noch rot, ist klar. Komm, da kommt jetzt noch eine vierspurige hin. Updaten. Fließt das ja auch noch besser, wenn, ne? Oder? Sollte wenigstens so sein.
Ja, die fahren jetzt zweispurig und dann fahren sie auch so, ja, ist vielleicht ein bisschen besser geworden dadurch. Vielleicht macht Sinn, diese Straße hier auch abzudaten. Haben wir wieder die Arztpraxis oder was das auch immer ist da in der Ecke und deswegen geht's nicht. Naja, aber wir sind schon mal bis hierhin. Das ist ja auch schon mal ein Stück besser, ne? Dicke, fette Straßen, die da jetzt hinführen. Da wäre der Tunnel besser auch mehrspurig gewesen. Weil jetzt staut sich's hier vom Tunnel oder wie? Warum stehen die an dieser Kreuzung, wenn von da sowieso keiner kommt? Nicht erklärbar, oder? So, Kreuzung, da ist eine Ampel. Dann brauchen wir auch gar keine Ampel dann. Ich möchte gerne diese Kreuzung bearbeiten mit dieser Ampel hier. Und so machen wir das. Jetzt fließt das doch auch besser, oder? Jetzt dürfen die auch von alleine fahren. Und schon ist dahinter die Straße leer geworden, weil die Ampel weg ist. Hier macht eine Ampel Sinn. Da oben ist noch eine Bushaltestelle. Ah, die ist jetzt gerade auch angeschlossen. Hier ist auch interessant. Das sind so Sachen hier, ne? Die richtig Freude machen. Ja, da ist noch der Engpass. Wer ist das denn jetzt hier? Wieder eine Arztpraxis, auch doof, ne? Ja, komm, die kommt jetzt auf diese Seite und alles ist gut. Und dann kommt da noch eine vierspurige hin. Die hat einen Grünstreifen da, die hat einen Grünstreifen da und da. Hä? Ein Fahrradweg. Okay, gut, dass wir die hoffentlich noch nicht benutzt haben. Da wäre vielleicht auch cool mit Fahrrad, ne? Also das ist nicht. Ist mir noch gar nicht aufgefallen mit Fahrradweg, aber ich weiß auch gar nicht, ob es hier Radfahrer gibt. Auf jeden Fall können die jetzt hier bauen. Können da fahren, okay, fahren da über Busse? Gute Frage. Ja, fahren. Also lassen wir das auch so. Naja, geht erstmal wieder, ne? Sind wir da auch ein Stück weiter. Was ist das hier dran, ne? Ach, Dingens, sag schon, Ölreservoir. Gut. Einmal noch ins Bunte. Okay, jetzt ist natürlich hier total schlecht, aber ist halt so. Wird schon werden. Irgendwann klappt das auch mit diesen Straßen, ne? Es ist echt hier zu überlegen, ob man da nicht die Vorfahrtänderung macht. Weil da kommt gar keiner mehr. Eben war die Straße noch voll, ne? Jetzt ist sie leer. Ampel weg, Stoppstraße da. Wie sieht das da aus? Genauso, ne? Obwohl, hier kommen sie auch von da. Und hier ist noch total schlecht, weil die da auch noch kommen. Ja, müssen wir so lassen. Und schauen, Verbindungsstraßen sind mehr, ist nicht mehr zweigeteilt, würde ich sagen. Haben wir abgehakt, oder? Gut, ja, dann würde ich sagen, das lassen wir erstmal ein bisschen so laufen. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann noch ein bisschen um die Optimierung des öffentlichen Verkehrs da, Nahverkehrs, ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr, so heißt das Ding. Und gucken, dass wir da was optimiert kriegen, wenn es denn überhaupt klappt. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Macht ein Abo, macht einen Daumen hoch, macht die Glocke an und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!